Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Invest 2019 in Stuttgart. An meiner Seite Gerhard Rosenbauer von Avana Invest. Herr Rosenbauer, und Sie sind ein Experte für den Rentenmarkt. Und da möchte ich mal starten mit der Frage, was war für Sie persönlich das Motiv, sich stärker mit dem Rentenmarkt auseinanderzusetzen und den zu Ihrem Schwerpunktthema zu machen und nicht zum Beispiel den Aktienmarkt oder den Immobilienmarkt? Relativ einfach zu beantworten. Ich wollte nach meiner Lehrzeit keine Kreditanträge bearbeiten und habe mich dann den Kapitalmärkten zugewandt und bin dann darauf gekommen, dass es neben Aktien auch noch verzinsliche Papiere gibt, die hochinteressant sind, weil die sehr schnell auf Entscheidungen, auf politische Entscheidungen, auf Entscheidungen der Notenbanken, auf Entscheidungen und Einflüsse der Wirtschaft reagieren. Und das war für mich eine faszinierende Geschichte. Jetzt ist der Rentenmarkt ja aus Sicht von vielen Anlegern, die als Sparer darauf angewiesen sind, Zinsen zu vereinnahmen, in den letzten Jahren ein ausgesprochen schwieriger Markt geworden. Die Zinsen sind runtergegangen. Wie sehen Sie jetzt die weiteren Aussichten am Rentenmarkt, wenn wir mal auf einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren schauen? Ich habe keine prophetischen Gaben bei der ganzen Geschichte. Der Markt ist schon schwieriger geworden. Und ist einmal, es gibt heute nur noch Risiko ohne Zins. Wenn ich an Bundesanleihen denke oder generell an europäische Staatsanleihen, dann sind die Zinsen in der Tat extrem niedrig, in Deutschland sogar im negativen Bereich. Und es bedarf dann schon einiger Kreativität, um noch einen Zinsertrag für den Kunden zu erwirtschaften, unter Berücksichtigung des Risikos natürlich, der die Inflation ausgleicht oder sogar noch die mehr als die Inflation ausgleicht. Denn wir als Vermögensverwalter, wir haben auch Mitarbeiter zu bezahlen. Es kostet auch ein bisschen was. Ich will nicht sagen, dass wir teuer sind, aber es muss verdient werden. Und am Ende ist ja der Risikonehmer der Kunde, der private Kunde. Und der will ja am Ende für sein Risiko auch noch irgendwo einen Gegenwert, einen Mehrertrag haben, wo er sagt, jawohl, es rentiert sich immer noch, Geld an den Kapitalmärkten außerhalb von Aktien anzulegen. Wie geht man denn dann als Anleger am besten mit dieser Problematik der niedrigen bzw. negativen Zinsen vor? Kauft man jetzt nur noch Anleihen aus der Mongolei und der Ukraine, weil die gerade mal mit 5 oder 6% noch verzinst werden? Oder was macht man am besten? Naja, mongolische Anleihen, es gibt nicht so viele. Es gibt einige, die sind in der Tat hochinteressant. Ich habe selbst für meine Kunden in der Vergangenheit schon solche reingekauft. Es gibt zum Beispiel von der Nationalbank in der Mongolei gibt es Anleihen. Allerdings ist das Rating nicht so ganz prickelnd, bewegt sich so am Rande des Defaults, also der Pleite, muss man jetzt nicht unbedingt in den Portfolio haben. Es gibt andere hochinteressante Geschichten. Und ich sage mal, ohne dass ich dabei die Banken angreifen will, aber die Banken verkaufen Produkte und wir als Vermögensverwalter, wir richten halt ganz einfach die Anlagestrategie so aus, dass sich der Kunde zum einen wohlfühlt bei der ganzen Geschichte und dass, wie gesagt, der Mehrertrag auch noch hängen bleibt. Das bedarf einiger Kreativität. Da kann man keine Bundesanleihen oder keine spanischen Staatsanleihen oder französische Staatsanleihen reinkaufen. Das ist ganz klar. Aber es gibt in der zweiten und dritten Reihe Anleihen, die heute noch Zinserträge jenseits der 5% bringen. Man muss halt ganz tief bohren bei den Schuldnern, die die Anleihen emittiert haben. Und zwar so tief, dass man sagen kann, eine Ausfallwahrscheinlichkeit ist zu 99% nicht gegeben. Und dann muss man einfach das Risiko, was trotzdem vorhanden ist, es gibt heute selbst bei Bundesanleihen ein Risiko, muss man das Risiko einfach mit den Kunden durchbesprechen, um zu gucken und mit den Kunden zu diskutieren, verträgt der Kunde das Risiko? Ja? Wenn ich ein Risikomaß habe und der Kunde sagt, ich will nicht mehr als 5% verlieren bei der ganzen Geschichte und das Risikomaß in der Anleihe liegt meinetwegen bei 7%, dann gibt es ein Problem. Das muss einfach besprochen werden, damit die Sachen zueinander passen. Als Vermögensverwalter verstehen wir uns einfach als Kümmerer für den Kunden sein Vermögen. Also mit anderen Worten, der Risikoaspekt ist auch im Rentenmarktbereich das A und O der erfolgreichen Kapitalanlage. Wenn ich da wenig Fehler mache, komme ich sozusagen mit einer langfristig besseren Rendite am Ende durchs Ziel? Ja, klar, ich denke schon. Also ich denke, wenn ich langfristig kalkuliere, dann habe ich von heute aus in 5 Jahren komme ich mit einer Rendite zwischen 5 und 6%. Relativ elegant über die Runden auf Sicht roundabout 5 Jahre. Ja, wie schätzen Sie denn die weitere Zinsentwicklung ein?
Sehen wir jetzt irgendwann nochmal steigende Zinsen? Die US-Notenbank hat ja da in dem Augenblick das ein bisschen gestoppt. Die EZB hat erst gar nicht angefangen. Wie ist da so Ihre Einschätzung für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Ganz schwierig, ganz schwierig. Und zwar, ich drücke mich nicht um die Antwort. Wir sind so am Scheideweg, befinden wir uns auf dem Weg in die Deflation. Darauf lässt fast die letzte Zinsentscheidung der Bundesbank oder der EZB Rückschlüsse zu. Die Wirtschaft bricht ab in Europa, in der Eurozone. Ich will nicht sagen, dass wir in eine Rezession kommen, aber wir kriegen ein ganz flaches Wirtschaftswachstum. Dieses Downside-Potenzial wird noch verstärkt dadurch, wenn wir einen harten Brexit bekommen. Das kostet uns in Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 0,5 bis 0,6%. Dann kommen wir in der Tat an den Rand einer Rezession. Wenn der Brexit relativ geschmeidig noch über die Bühne gehen sollte, dann werden wir ein Wirtschaftswachstum in Deutschland haben in diesem Jahr und im nächsten Jahr um die 1,4-1,3%. Also da sind wir noch ein Stück weit weg. Aber was wir gesehen haben, sobald die Konjunktur nachlässt, gerät die EZB in Panik, weil wir brauchen unbedingt Wirtschaftswachstum, um die Problemländer, gerade in der südlichen Hemisphäre der Eurozone, um die am Laufen zu halten. Denn die Schulden sind dramatisch gestiegen, wenn man sich die Verschuldung von Italien anschaut, wenn man sich die Verschuldung auch von Frankreich anschaut, die nochmal wachsen wird, dann ist es nicht so ganz nett, die ganze Geschichte, würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. Und deshalb meine ich auch, die EZB druckt Geld, um den Konsum zu stimulieren, um dann die Konjunktur halbwegs irgendwo auf Dampf zu bringen und auf Dampf zu halten, weil diese Konjunkturindikatoren über den Konsum am schnellsten wirken, über den Multiplikatoreffekt. Am Ende des Tages ist das aber nach meinem Dafürhalten die falsche Strategie, weil wir in der Eurozone Investitionen bräuchten. Heißt aber dann für den Anleger, dass es am Rentenmarkt auch nicht unbedingt in Sachen Zinsen viel zu verdienen gibt, sondern dass die Sache eher abschüssig ist, dass wir mit fallenden und negativen Zinsen zu rechnen haben? Nicht unbedingt. Jetzt einmal, ich hatte gerade erwähnt, dass man in der zweiten und dritten Reihe graben muss. Da gibt es noch hervorragende Anlagegeschichten. Man muss halt Konzessionen machen vom Rating eines Unternehmens, von der Qualität des Schuldners. Das ist keine Staatsanleihe, sondern es sind gut verdienende Unternehmensanleihen aus der zweiten Reihe, wo man wirklich noch ein angenehmes und auskömmliches Ertragspotenzial hat bei der ganzen Geschichte. Und dieses Ertragspotenzial sehen Sie auch für die nächsten Jahre gewahrt, selbst wenn es wirtschaftlich, sagen wir mal, etwas schwächer wird, vielleicht sogar eine Rezession auf uns zukommt? Durchaus, klar. Und sag mal, dafür gibt es ja den Vermögensverwalter, der sich als Kümmerer um solche Sachen einfach kümmert. Das ist ein gutes Schlusswort. Also, auch wenn Sie am Rentenmarkt tätig sind, nicht einfach nur die Zinsen jährlich kassieren, sondern Sie müssen sich selbst oder über einen Vermögensverwalter immer wieder darum kümmern und auf dem Laufenden bleiben, um so Ihr Rentenportfolio sturmfest zu machen. Ja. Herr Rosenbauer, vielen Dank für das Gespräch.